Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand interessiert oder so, aber ich habe gedacht, vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen damit helfen. Ich habe eine App nämlich gesucht für Fire TV, wo ich meine Cloud-Dienste alle drunter verwalten kann, weil ich ja auch vielen Fotos drauf habe. Und OneDrive will ich jetzt erweitern, den Speicher, und da die Fotos von mir und meiner Tochter raufklatschen. Und Familienbilder, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren oder was weiß ich, da habe ich schon Ordner erstellt und sowas alles, dass man die zentral irgendwo hat. Und zu Hause ziehe ich mir die dann auf den PC. Wenn sie in der OneDrive sind sie, kann ich sagen, hier PC, und dann kann ich sie mir auf Festplatte verschieben, ohne immer ein Kabel an Handy ranzumachen, was mich sehr nervt. Und auch, dass man das unterwegs sehen könnte. Oder hier am Fernseher. Ohne, dass ich jetzt hier irgendwas anstöpseln muss. Die sind in der Cloud, ich kann sie auf dem Fernseher gucken. Ich kann auch den Ordner freigeben oder einen Ordner erstellen und Bilder freigeben. Und für die Omas, die können darauf zugreifen, kriegen einen Link, können sie darauf zugreifen, können sich die Fotos angucken. Fand ich immer sehr interessant. Habe aber keine vernünftige App gefunden. Jetzt habe ich zwei Apps. Ich drehe mich mal um. Könnt ihr euch das mal angucken. Hier einmal die erste hier. Da seht ihr schon so eine... irgendjemand macht hier mit irgendeinem Vogelgeräuschteil rum. Das nervt mich seit Tagen, seit Weihnachten. Das hier jeden Tag. Fotoguru habe ich hier. Media Player. Und das andere... OneDrive. Hier diese Skyfolie. Ja, aber das ist halt... Das habe ich auch gekauft. Kostet normalerweise 3 Euro noch was. Bei mir steht jetzt Download, weil ich habe es gekauft. Das finde ich vom Aufbau finde ich es auch ganz schön. Das ist eigentlich so in etwa wie Fotoguru. Mal Fotoguru gucken. Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz warten. Ich halte euch mal ein Mikrofon. Jetzt ist doch Schluss mit den scheiß Vögeln, das nervt! So. Bitteschön. Ich musste mal schnell meckern. Ich hoffe, die Nachbarn hören das. Ich hab so die Schnauze voll. Das geht mir so auf den Puffer. So, Fotoguru. Wir öffnen Fotoguru. Und das Geilste am Fotoguru jetzt überhaupt ist, wir haben hier Flickr, ein lokales Album und so. Alles erstmal total uninteressant für mich. Die sind schon vorher fertig, außer der OneDrive-Ordner. Und hier unten der für DLNA. Da können wir dann halt auf die Fritzbox zugreifen. Der war automatisch da, da brauchte ich gar nichts machen. Ja, also kann man, für Filme ist es aber eher ungeeignet. Will ich euch auch gleich noch zeigen. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn wir jetzt von der Fritzbox aus starten, das muss ich dann mal gucken. So, aber hier ist OneDrive, und ihr könnt es auch gerne erweitern, wenn ihr oben auf die Punkte und auf Kaufen geht. So, hier Microsoft OneDrive habe ich gekauft. Ihr könnt so einen Haufen Scheiß kaufen. Amazon Cloud brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil wir haben auf dem Amazon-Gerät eigentlich die Amazon Cloud drauf, aber davon mal abgesehen. Dropbox, Flickr, ja, Flickr kostet 3 Euro, aber wird vorne angezeigt, ich habe keine Ahnung. Das muss ich noch gucken, dass ich die löschen kann, die nerven mich. Google Drive und Picasa, lokale Daten. Dann Samba, Samuk kenne ich gar nicht. UPnP, DLAN-Modul, WebDeva, Haufen Zeug, was man eigentlich im Prinzip nicht braucht. Und... Ich gehe mal jetzt auf Dagon rauf, da könnt ihr das gleich mal sehen. Ich nehme jetzt einfach mal hier das erste Video. Also Foto funktioniert ganz gut. Da muss ich nur noch mich in den Einstellungen, ja, hier ist ein bisschen verstellt. Seht ihr das? Normalerweise ist das nicht so verpixelt. Da muss ich gucken, da habe ich irgendwas in den Einstellungen verstellt. Und wenn wir jetzt ein Video starten, so, Video wird geladen. Es wird erstmal vorgepuffert. Das Problem ist, werdet ihr gleich sehen, dass es sich dann ruckzuck auffängt. Ach, da war der Torsammer noch neu.
So. Ey, jetzt geht's oder was? Das ist der Vorführeffekt oder was? Die ganze Zeit, die ganzen Tage jetzt, wo ich sie getestet habe, da, Video, wo die buffert, dann geht's kurz. Der Buffern dauert mal mehr, mal weniger. Da schon wieder. Und das nervt mich. Also wenn ich dann ein Video habe von mir und meiner Tochter, dann möchte ich das dann halt schon komplett gucken. So, haben wir nämlich hier auch, habe ich nämlich auch hier Schwangerschaft, Ultraschall, hier haben wir die Ultraschallaufnahmen drin. Habe ich alles schön, schön geordnet. Den Bauch, den wir gemacht haben, Audio und Video. Audio-Files, die werden mir hier nicht angezeigt. Audio-Files, das sind aufgenommene Dateien, glaube im MP3-Format, ich weiß es nicht, auf dem Handy. Die funktionieren nicht. Video-Files funktionieren, seht ihr, aber ihr habt es ja gerade mit dem Stockern gesehen. Und Geburt. Gehen wir mal noch zurück. Hier. Nach der Geburt muss ich da noch ein bisschen pixeln. Weil alle Bilder sind natürlich nicht für die Öffentlichkeit. Ja, zum Beispiel das. Hier seht ihr auch wieder meine Haare. Das sieht eher so ein bisschen aus wie ein Bild. Da habe ich irgendwas verstellt und ich habe es noch nicht zurückgestellt gekriegt. Aber so macht sich das echt super mit dem Ding. Kann ich wirklich echt mich nicht beschweren. Es läuft wirklich gut. Bilder angucken läuft gut. Videos sind suboptimal. Wirklich suboptimal. Die würde ich dann eher über einen Cloud-Anbieter in Kodi zum Beispiel machen. Also gibt ja Kodi, ist gratis. Und dann gibt es halt Haufen gratis Apps für Kodi, legale Apps. Und da ist halt auch eine OneDrive und eine Google Drive Applikation gibt es da. Da könnt ihr das auch, Videos, Fotos, alles könnt ihr da machen. Aber da hat mir halt nicht dieser Vorspann nicht gefallen mit den Bildern. Das konnte man nicht richtig sehen. Ich finde es hier schöner. Hier hat man ein schönes Mosaik. Man hat halt schön die Bilder zu sehen. Und dann drückt man drauf und startet die Bilder. Finde ich persönlich schöner. Und was mir halt gefällt, ich kann hier auch noch die anderen Clouds, die ich habe, integrieren. Zum Beispiel Google Drive und so. Zahl dafür ein bisschen Geld. Weil sonst, wenn du nicht jetzt zahlst, hast du oben so ein Banner. Wenn diese Banner verschwinden soll, musst du kaufen. Steht da nur drin und sonst auf ihr Deutsch. Und dann kannst du da halt alle möglichen Clouds reinklatschen. Jo, das soll soweit erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ich euch helfen konnte, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ahoi, seid euer Odin.